Jetzt habe ich vor lauter Schnell-Schnell ganz vergessen, kurz zu erklären, für wen dieses Video eigentlich gedacht ist. Mal abgesehen davon, dass es selbstverständlich jeder gucken darf, den es interessiert, ist die Idee, dass ich bitte gerne für die Wildcard-Gewinner von Seven vs. Wild Staffel 3, die ja noch gar nicht feststehen, da möchte ich gerne ein paar Tipps mit auf den Weg geben, weil es mir wichtig wäre, dass die als Vertreter von uns allen sozusagen eine gute Figur machen. Und das soll jetzt keine Kritik am Joris sein, überhaupt nicht. Mit dem war ich eigentlich ganz zufrieden. Aber ja, einfach damit ein paar Dinge vorher geklärt sind und das, was ich, wozu ich wirklich was Vernünftiges sagen kann, heißt, zu Angeln kann ich nichts sagen, da habe ich keine Ahnung von. Zu vielen anderen Teilbereichen des Survival da oben schon. Da möchte ich auch was zu sagen. Und das gibt jetzt halt einfach immer mal wieder ein vergleichsweise kurzes Video zum Umgang mit bestimmter Ausrüstung beziehungsweise zur Auswahl von bestimmter Ausrüstung, damit die Wildcard-Nasen eben eine gute Chance haben, hoffe ich zumindest. Ja? So, und diesmal geht es eben um die meiner Meinung nach ideale Plane, die man in die Flasche reinstecken kann. Da gibt es jetzt nicht die eine, da gibt es ein paar Optionen und die gehen wir jetzt durch. Und wie gesagt, wen das interessiert, viel Spaß. Ansonsten guckt euch gerne was anderes an. Macht's gut. Hallo und herzlich willkommen im Keller, heute mal als Studio sozusagen. Frage wäre, was ist denn das beste Shelter, was man in so eine Flasche reinpassen kann, packen kann? Ja, normalerweise die Plastikversion, ich habe keine Plastikversion drum. Nehme ich jetzt als Requisite mal die Metallvariante. Ja, Klassiker von allen Dingen, die einem zuerst mal einfallen, ist natürlich die klassische Rettungsdecke. Hier fliegt sie schon halber auseinander. Hat einen großen Vorteil, ist nämlich für ihr Volumen unglaublich reißfest. Die kriegst du nicht kaputt. Es gibt Leute, die das Ding als Hängematte verwenden. Da sollte man nicht allzu viel wiegen, aber dann funktioniert das. Es ist also wirklich ein unglaublich praktisches Material. Es reflektiert ein Stück weit noch Wärmestrahlung zurück auf den, der drunter liegt. Man kann es als Decke verwenden, man kann sich einen Biwaksack draus basteln. Es gibt aus diesem Material auch schon fertige Biwaksäcke, auch sowas könnte man nehmen, schneidet den dann später auf, hat dann die Decke, die man dann als Shelter verwenden kann. Ist auf jeden Fall wirklich nach wie vor eine tolle Idee und das Schöne ist, die Dinger sind so klein, dass man die erstens problemlos in die Flasche bekommt und schön wickeln muss man natürlich können. Und man kriegt auch zwei davon problemlos in die Flasche und hat dann noch jede Menge Platz drumherum. Ist also die kleinste Shelter-Option für Leute, die sagen, okay, ich baue mir eh ein krasses Shelter, dann ist es nicht so wichtig, dass ich jetzt ein groß vorgefertigtes Shelter sozusagen in der Flasche dabei habe. Für die andere Fraktion, die sagt, ich brauche aber bitte gerne ein super tolles Shelter, so ready to use, damit ich immer schön gut geschützt bin und viel Zeit habe, während ich noch in meinem Anfangs-Not-Shelter wohne, mir eine riesen Hütte zu bauen. In dem Fall kann man auch gleich ein ganz normales Tarp mitnehmen, ja? Also ein vollwertiges Tarp inklusive Ösen, inklusive Abspannpunkte. Müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben, weil ich habe keine Zeit, das jedes Mal vorzumachen. Das passt in die Flasche und füllt sie zu etwa 70 bis 75% aus. So, hier noch schnell meine hochwissenschaftliche Messreihe zum rausfinden, wie viel Volumen, was auch immer man in diese Flasche hier reinsteckt, eigentlich einnimmt. Ja, dafür braucht man etwas, was man in die Flasche steckt. Zum Beispiel so ein Tarp hier. Das stopft man dann da rein. Und dann, das mache ich jetzt mal schnell und dann sehen wir weiter. So, Tarp ist in Flasche. Da Tarp in Flasche noch durchaus ein bisschen dehnfähig ist, drücke ich das jetzt mal ein wenig runter. Und dann, ja gut, das ist jetzt natürlich noch nicht weit genug unten, aber das Prinzip ist, dass während man es zusammendrückt, man dann mal guckt, wie viel Füllmaterial man da so reinbekommt. Ah, das habe ich befürchtet. Ja, ein Trichter wäre gut und zwei Hände wäre gut. Deswegen, das Prinzip ist hoffentlich kapiert und ich mache das jetzt nochmal auf Kamera, weil dann habe ich zwei Hände. So, und am Schluss sieht es dann ein bisschen schlachtfeldmäßig aus, aber wir haben dann möglichst sämtliches Restvolumen der Flasche festgestellt. Und jetzt können wir das einfach wieder auskippen und zwar in den Messbecher. Und dann berechnen wir natürlich gleich noch einen gewissen Messfehler mit ein, weil man, wenn man das jetzt wirklich richtig
besser reinpressen würde mit Gewalt, ich will meinen Reis aber nicht kaputt machen, dann würde man wahrscheinlich noch etwas mehr reinbekommen. Aber wir sehen, wir haben hier jetzt sage und schreibe, Moment, das könnt ihr mit der Kamera natürlich nicht so gut ablesen, schätzungsweise noch ein bisschen mehr als ein Achtel Liter an Reis reinbekommen. Und ja, sagen wir mal, es sind 200 Milliliter, dann wären wir hier bei unser Tab, das wir da reingestopft haben, verbraucht tatsächlich ein bisschen mehr als 80% von der Flasche. Allerdings, wie gesagt, man kann das Tab noch deutlich besser zusammenquetschen und daher würde ich jetzt sagen Messfehler und kommen dann auf vielleicht 70-75%, 77%, sowas um den Dreh an gesamtverbrauchtem Volumen unserer Flasche. So, und das gleiche Spielchen habe ich mit sämtlichen Planen gemacht. Und die Werte, die ich euch dann angebe, sind jeweils immer in Prozent, wie viel Volumen eine übernachtungsfähige Menge an entsprechendem Textil in der Flasche einnehmen würde. So, damit zurück zum Ben im Keller. Das heißt, da hat man dann nicht mehr allzu viel Platz für anderes, hätte aber ein 1A Shelter. Dieses Tarp beispielsweise ist das, was ich mindestens 40 Nächte im Jahr verwende. Da passe ich mit meiner Frau auch noch gut drunter und wir haben da keine großen Probleme, uns damit auch vor starkem Regen und auch bei starkem Wind im Walde eigentlich immer gut verstecken zu können. Wurde auch schon durchaus in Südskandinavien mal verwendet und hat da auch nie Probleme gemacht. Ich glaube, in Schottland hatte ich es inzwischen noch nicht. Nee, aber es macht nichts. Ne? Also das ist auf jeden Fall die valideste Variante. Das Ding besteht aus Silnylon, 8-Denier sind Silnylon. Das heißt, es ist unter den Silnylon-Tab schon ein recht empfindliches, aber selbst 8-Denier, also 8D-Stoff, ist immer noch sehr, sehr viel robuster als die meisten Plastikplanen, die man sonst so mitnehmen kann. Es ist ein richtig gewebter Stoff, wärmt auch ein bisschen, wenn man sich darin einkuschelt und ist wasserdicht durch die Silikonbeschichtung. Das beste Material von allem, was ich zeigen werde, wenn es um Stichwunden geht, also wenn man hier ein kleines Loch reinpiekst, dann reißt das nicht weiter ein, weil es ist ein Ripstop-Silnylon. Das heißt, also am widerstandsfähigsten, was kleine Löcher angeht. Vielleicht nicht am widerstandsfähigsten, was seitliches Einreißen angeht. Das ist aber auch nicht so realistisch. Kleine Löcher sind realistisch. Wie kriegt man die wieder geflickt? Mit einem speziellen Klebeband. Das ist auch wieder leider ein Nachteil. Man bräuchte ein spezielles Klebeband, nicht einfach irgendeins. Das muss nämlich auf der Silikonbeschichtung hier auch haften können. Panzertape. Nee, geht schlecht. Daher würde ich da wirklich noch ein kleines Set flicken für das Ding noch mitnehmen, weil die brauchen nun wirklich auch kaum noch zusätzlichen Platz. So, das war die Variante Silnylon. Ja, beides, sowohl Rettungsdecke als auch Silnylon, kann ich wirklich empfehlen, könnte ich nachvollziehen, das mitzunehmen. Rettungsdecke noch ein bisschen mehr, weil es halt wirklich Nützlichkeit im Verhältnis zu Platz ist schon ziemlich sensationell. So, dann wurde diskutiert und ich habe es ausprobiert, Malerplane. Malerplane, die dünne aus dem Baumarkt, 3 Euro 20 Quadratmeter, vergesst es. Ne? Die ist jetzt doppelt wohlgemerkt. Und da ist sie auch schon eingerissen. Hat gar keinen Reißwiderstand, selbst doppelt genommen, so gut wie keinen, würde bei jedem nennenswerten Windchen, und das ist in Alaska und in Kanada vorprogrammiert, dass es das gibt, wenn man sich daraus versucht, ein Shelter irgendwie abzuspannen, sofort zerreißen. Die einzige Möglichkeit, die mir einfällt, was man damit machen könnte, da es ja 20 Quadratmeter sind, und ja, die passen in die Flasche und sie füllen etwa 40% der Flasche aus, ich habe das jeweils, das müsst ihr mir jetzt einfach glauben, ich habe das jetzt auf Kamera jeweils festgestellt. Ja, das dauert sonst zu lange. Und das heißt, ihr müsst es mir natürlich nicht glauben, aber das ist dann, da kann ich euch auch nicht helfen, wenn ihr das nicht tut. Jedenfalls 20 Quadratmeter von dem Zeug ist halt unendlich viel Material. Man könnte sich ein Tipi draus bauen, einen großen Stamm aufbauen.
hinstellen, ne, das Ding hier drüber schmeißen, oben vorher schön alles abschnitzen, damit der schön rund und schön glatt ist, damit nicht sofort die Plane zerreißt, und sie dann einfach runterhängen lassen und sich drunter setzen, sozusagen an den Stamm anlehnen oder auch nebendran liegen. Solange kein Wind geht, wäre das zunächst mal für die erste Nacht ein wasserdichtes Shelter. Wasserdicht auf jeden Fall. Dabei muss man natürlich noch aufpassen, dass man irgendwo noch ein Loch lässt, wo Luft reinkommt, sonst erstickt man unter dem Teil, nämlich schlicht und ergreifend. Halte ich für keine valide Option, war was, was ich getestet habe, aber die Standardmalerplane, nee, sehe ich nicht. Nee, ist einfach viel zu fragil. So, alternativ, Malerplane in dick. Hatte ich in der Flasche drin, in dieser Form, deswegen sieht sie hier so zerflettert aus, weil ich versucht habe, sie wieder rauszubekommen. Das war außerordentlich schwierig. Malerplane in dick ist zwar deutlich stabiler, doppelt und dreifach kann man die fast schon gar nicht mehr verreißen, einfach geht's aber noch. Zack. Ja. Aber die dehnt sich auch deutlich mehr, anstatt dass sie einfach durchreißt, und ist, glaube ich, robust genug für jemanden, der sagt, ich bin eine unglaublich vorsichtige Person und gehe mit meinem Krempel super, super vorsichtig um, dann könnte man darüber nachdenken. Ich habe es mal ausgerechnet, man bekommt circa 2 x 3 Meter, also sprich 6 Quadratmeter von dem Zeug in die Flasche, und die Flasche ist dann etwa auch wieder bei 40% voll. Ja, in etwa 40-45% vielleicht. Problem ist bei allen diesen Planen, selbst wenn ich jetzt sage, braucht 45% der Flasche, also 450 Kubikzentimeter, ich glaube 1000 Kubikzentimeter sind dann ein Liter, müsste hinkommen, oder? Oh, glaube schon. Ja, jedenfalls Umrechnungsdings. Ja, 1 Kubikdezimeter sind ein Liter, genau. Ja. Jedenfalls, das Problem ist immer, nicht nur theoretisch, wie viel Platz die verbrauchen, sondern wie gut kriegt man das rein, wie gut kriegt man es wieder raus. Und da sind dann besonders reißanfällige Planen deswegen blöde, weil beim Versuch, sie wieder rauszukriegen, reißt man da ganz schnell ganz viele Löcher rein. Da muss man entsprechend viel Panzertape dabei haben, um die Löcher wieder blicken zu können. Ob sich das letzten Endes rentiert, das muss dann jeder selber wissen. Aber ich wäre mit reißenden Planen wirklich, wirklich vorsichtig. Experiment dazu läuft gerade noch im Wald. Und dazu mache ich dann auch nochmal irgendwann ein Video. Ja Mist, ich habe zu wenig Akku, aber so sieht das hier jetzt aus. Ich habe meine Ersatzakkus vergessen. Es regnet gerade, ich hocke im Trockenen, ist geräumig, seht ihr, ne? Also ich hocke hier völlig aufrecht, da hinten habe ich noch jede Menge Platz zum Hinlegen, würde auch für 2 reichen. Die müssten sich ein kleines bisschen lieb haben, aber wie gesagt, das ist auch wärmer. Ja, jedenfalls noch so als ganz kleiner abschließender Eindruck. Bisher noch keine Risse, die ich sehen kann. Ich muss hier noch das eine oder andere festmachen. So, und da jetzt schlechtes Wetter droht die nächsten Tage und ich ein paar Tage nicht hier bin, würde ich das einfach mal stehen lassen, in der Hoffnung, dass es erstens gefunden werden überlebt, weil meistens überlebt es das dann nicht. Und das Wetter überlebt. Und sollte das klappen, dann wissen wir, dass diese Form von Konstruktion zumindest eine gute Idee, eine witzige Idee ist für ein Survival Shelter. Aber die Bauweise, das kann simpler wirklich quasi kaum sein. Und jetzt bin ich gerade sehr dankbar, dass ich hier so weit schon drunter hocken kann. Ich habe nämlich gar keine Regensachen dabei und bin auch ein ganzes Eckchen weg vom Auto. Und ja, also bislang ist das überhaupt kein Problem mit dem Regen. Ich bin gespannt. Bei der Rettungsdecke, dadurch, dass die so schön klein sind und man 2 einzeln verpackte nehmen kann, plus noch irgendein Band, um dann 2 aneinander zu kleben für ein großes Shelter beispielsweise, wäre das deutlich einfacher, die auch aus der Flasche wieder herauszubekommen, weil sie relativ gut durch die Öffnung packen und man sie auch noch irgendwie anders zusammenwickeln könnte, damit sie noch besser durch die Öffnung packen passen. Und sie sind halt im Auslieferungszustand, wenn man sie kauft, ja auch schon sehr, sehr, sehr schön dicht gepackt. Das kriegt man so gut, wenn man die einmal aufgewickelt hat, auch nie wieder zusammen. Gut, dann gäbe es noch, was der Outdoor Buddy empfohlen hat, ist diese Plane hier. Das ist bei mir, für mich, beziehungsweise für viele Wanderer in der Ultralight-Szene, ist das ganz, ganz beliebt als Unterlegplane für unters Zelt, beziehungsweise unters Tarp. Legt man direkt auf den Boden und legt sich dann mit Isomatte, beziehungsweise auch ohne Isomatte, je nachdem, oder setzt sich ohne Isomatte drauf. Und ja, man kann das Ganze aber auch als Tarp spannen. Nennt sich Polycryol, das Material, aus dem das hier ist.
Und wird verkauft von Tesa als zum Beispiel Tesa. Ich möchte jetzt nicht unbedingt Werbung für Tesa machen. Als Fensterabdeckfolie, Thermoisolierung für Fenster. Also für irgendeinen Altbau, wo es kalt reinzieht, klebst du dir das hier auf die Fenster, dann hast du ein bisschen weniger kalt. So, so das Werbeversprechen zumindest. Als Unterlegplan zum Draufschlafen. Super robust, wenn man bedenkt, wie dünn das eigentlich ist und wie filigran das wirkt, ist aber wirklich stabil genug, dass ich ihm auch vollkommen zutrauen würde, da draußen Tarp zu machen, kein Problem. Das verbraucht etwa 30% von der Flasche. Nimmt man also zwei von der Sorte oder baut sich irgendwas anderes zusammen und verklebt sich es entsprechend, weil man kann das leider nicht in beliebigen Zuschnitten kaufen, jedenfalls nicht auf dem regulären Markt. Wenn man bei Tesa anfragt, ey, ich mache bei Zeffen oder so Wald mit, sponsert ihr mich und gebt mir ein genau zugeschnittenes Stück von dem Zeug. Wer weiß, ob die da ja sagen. Ja, aber als Otto Normalsterblicher kann man das leider nicht in einem schönen Tarpformat wie 2 Meter mal 3 Meter käuflich erwerben. Wenn es das in 2 mal 3 Metern gäbe, ohne dass man irgendwas zusammenkleben muss, dann sind wir auch hier bei etwa 40-45% der Flasche, die das ausfüllen würde. Ja, je nachdem, wie gut man es gefaltet bekommt, um es dann hinterher wieder rauszubekommen. Daher, ja, ne? Hat den Vorteil, meiner Meinung nach, ich kann es nicht messen, aber ich bilde es mir ein, dass die auch, wenn man sich damit einwickelt, diesen hier macht, erstaunlich wärmend ist, weil es soll ja eine wärmende Folie sein. Und sie ist auch tatsächlich aus einem anderen Kunststoff als zum Beispiel eine stinknormale Malerplane. Das ist Polyethylen, kennt man, ne? Polyphenol ist ein anderer Kunststoff, der andere chemische bzw. technische Eigenschaften mit sich bringt und zum Beispiel eben viel robuster, viel reißfähiger und so weiter und so fort ist. So wie ich jetzt hier hocke, wird mir jetzt gerade schon warm. Natürlich liegt das auch irgendwo daran, dass die Luft einfach nicht entweichen kann und so weiter und so fort. Aber die Survival-Anwendungen von diesem Zeug sind schon ziemlich mannigfaltig. Daher würde ich das auf den gleichen Platz wie die Rettungsdecke packen wollen, was die Nützlichkeit angeht. Beides, Rettungsdecke und auch dieses Zeug hier, haben allerdings den Nachteil, dass man keine Möglichkeit hat, da jemals irgendwelche Ösen reinzubekommen. Das könnt ihr vergessen. Die einzige Möglichkeit, wie man das hier abspannen kann, ist, dass man irgendein kleines Steinchen, habe ich jetzt natürlich nicht da, nehmen wir mal ein Schnurbündel, nimmt, das in eine Ecke einwickelt, ja, so ein bisschen aufzwirbelt und dann ergibt sich quasi auf dem Wege eine Öse. Hier macht man jetzt eine andere Schlaufe drumherum, schwupp, schwupp, und kann das dann da dran abspannen. Und dadurch verliert man natürlich an den Ecken immer noch ein paar Zentimeter vom Material, das ohnehin ein bisschen knapp ist. Und man kriegt es auch nie ganz straff gespannt, weil durch dieses Aufzwirbeln hier immer dann gewisse Falten im Material beim Spannen nun mal entstehen. Das ist so. Ja? Das klassische Tarp. Das hat Ösen. Ja? Ich hatte es ja schon erwähnt. So, und dann sind wir auch schon fast durch. Wie gesagt, ich will mich ja heute mal kurz fassen, damit das auch jemand gucken kann, der nicht über große Geduld verfügt. Und hier drunter liegt sie. Das ist die Meisterplane sozusagen. Leider, leider, leider ist sie auch ein bisschen voluminöser als die meisten anderen Planen. Dafür ist sie wirklich mit Abstand das stabilste, was du an Tarp mitnehmen kannst. Pro Volumen und pro Gewicht, was es auf dem Markt gibt. Ja, egal wie viel Geld du ausgibst. Und 2x3 Quadratmeter von dem Ding hier kosten ungefähr 300 Euro, ja, so in etwa. Ja, also das ist schon teuer. Aber selbst wenn du mehr Geld ausgeben wolltest, du würdest nichts Stabileres finden. Ich reiß sie mal durch. Geht nicht. Ja, hab sie auch doppelt genommen, zugegeben. Aber am Rand geht's. Am Rand kann man sie einreißen, weil, das könnt ihr hoffentlich sehen, der Rand ist schon ausgeflattert. Wenn man vermeiden möchte, dass sie am Rand schneller einreißt, fährt man da einmal kurz mit dem Feuerzeug drüber, muss man ganz vorsichtig machen. Dann wird dieses ausgeflattert einfach weggeschmolzen. Man kriegt sogar einen verdichteten Rand durch das geschmolzene Material und dann reißt es auch am Rand nicht mehr ein. Das muss ich hierfür irgendwann mal machen. War mal gedacht für einen Regenrock, den ich nie gebaut habe. Mache ich irgendwann bestimmt nochmal. Dyneema Composite Fabric ist letztendlich die Stoffvariante von Dyneema Seil und kennt man vielleicht von Zelten von Z-Pax aus der Ultralight-Tracking-Szene. Die verwenden eigentlich fast nur dieses Material für so ziemlich alles, weil es halt eben fürs Gewicht unglaublich reißfest ist und bildet derzeit für ein Tarp
wirklich das mit Abstand beste Tabmaterial, wenn es einem jetzt nicht darum geht, dass das Tab 7 Millionen Jahre lang halten soll, sondern einfach klein und leicht und stabil sein soll. Da kommst du an Dyneema nicht vorbei. Das ist da einfach mit Abstand wirklich das beste Material, das es gibt. Es ist nicht sehr UV-beständig, das ist aber auch egal, wenn es nur 14 Tage halten soll, ne? Also für ein Seven vs. Wild-Szenario wirklich das absolut beste Material. Wie viel davon bekommt man in die Flasche, ist jetzt die zentrale Frage, weil bisher klingt das ja alles ganz, ganz, ganz toll, ist es auch. Und man kann übrigens sogar Ösen reinmachen. Ja? Man muss an den Ecken hier noch einen Verstärkeraufkleber draufkleben, aber mit einem Verstärkeraufkleber kann man dann auch eine Öse reinmachen. Das können euch andere Leute erklären, wie man das genau macht. Das sind dann so technische Details, die ich dann wieder nicht hinkriege als aller Theoretiker. Aber wie viel davon kriegt man jetzt in die Flasche? Wo ist sie denn? Da ist sie. Naja, man könnte maximal im Grunde eine Rolle reinbekommen, die exakt hier durch das Loch passt und genau so lang ist. Und das habe ich mal ausgerechnet. In diesem Fall konnte ich das Volumen nur berechnen, weil Dyneema einfach arschteuer ist und ich keinen Bock habe, 300 Euro auszugeben, um genügend Dyneema zu haben, um das wirklich auszuprobieren. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar, also rein mathematisch gelöst quasi in diesem Fall. Aber das müsste trotzdem stimmen. Würde man eine solche Rolle, die man auch realistisch zusammengefaltet bekommt, die man hinterher auch gut wieder rausbekommt, weil sie in der Mitte der Flasche ist und sich problemlos wieder rausziehen lassen würde, ohne das Material zu beschädigen, so eine Rolle hätte 2,20 Meter mal 3 Meter. Das ist eine gute Größe für einen Tab, damit kann man schon arbeiten. Man möchte vielleicht gerne noch was Größeres haben, aber das gibt Dyneema leider nicht her. Das ist übrigens das 18 Gramm pro Quadratmeter Dyneema. Es gibt auf dem Markt manchmal, wenn man es gerade kriegt, noch ein 12 Gramm pro Quadratmeter Dyneema. Das wäre natürlich noch viel besser zum in die Flasche packen, weil es immer noch stabil genug ist, immer noch bei weitem stabiler als jede andere Plane, die wir hier sonst haben, auch als Polycryol. Dyneema ist bei weitem noch mal stabiler und Polycryol ist schon erstaunlich stabil. Leider habe ich es nicht da und es gibt momentan auf dem Markt auch nicht zu kriegen, das 12 Gramm pro Quadratmeter. Ja. Wäre dann aber natürlich dahingehend nochmal richtig, richtig klasse, weil es nochmal etwa ein Drittel weniger Volumen verbraucht, zumindest rein von der Rechnung her, als das hier. Und dann könnte man statt eben 2x3 Meter vielleicht sogar 3x3 Meter in etwa mitnehmen. Ja? Das sind natürlich nochmal deutlich mehr Quadratmeter. 2x3 Meter sind 9 Quadratmeter, 3x3 Meter, sind 6 Quadratmeter, 3x3 Meter sind dann logischerweise 9 Quadratmeter. Das ist nochmal 50% drauf. Also ganz reichen würde es nicht, aber man könnte einen 2,60 Meter, 2,80 Meter mal 3 Meter Tab dann auch noch aus dem leichteren Material gegebenenfalls runterbringen. No? Oder halt ein bisschen länger, je nachdem, was man haben möchte. Das Zeug gibt es leider nicht in beliebigen Zuschnitten. Also ein 2x3 Zuschnitt kriegst du nicht, kannst du nicht kaufen. Außer du bist vielleicht Fritz Meinecke, dann geht das eventuell, weiß ich nicht. Aber normalerweise nicht. Das heißt, man muss zwei Stücke aneinander kleben. Dafür gibt es ein spezielles Klebeband, mit dem man Dyneema verkleben kann. Das hält dann auch bombensicher. Da muss man sich auch keine Sorgen machen, muss man halt einfach nur dazu kaufen. Ja, wie gesagt, Dyneema, großer Nachteil, arschteuer, großer Nachteil, nicht UV-beständig oder nicht sehr lange UV-beständig, in Anführungszeichen, für Seven vs. Wild scheißegal. Und großer Nachteil, es würde halt doch sehr viel Platz der Flasche insgesamt verbrauchen, wenn man da ein richtig großes Dyneema-Tab reinpacken würde. Bedeutet, für was wäre dann noch Platz? Und damit, um noch kurz auf die Frage zurückzukommen, was ich denn jetzt endlich, wenn ich wirklich eine Flasche packen würde, was ich bei meinem letzten Packvideo ja gar nicht getan habe, was den Gerrit von den Naturensöhnen scheinbar sehr aufregt, wenn Leute nur theoretisch sagen, was in die Flasche reingehört. Herzliche Grüße! Schon in Ordnung, darf dich aufregen, gar kein Problem. Ich fand's nur lustig. Und übrigens, du hast recht, das Sägeblatt passt nicht rein. Das Sägeblatt würde brechen beim Versuch, es in die Flasche reinzukriegen. Ja, da hat sich der Gerrit auch drüber aufgeregt. Mea culpa, das war falsch. Ja, das war auch nur so eine erste Idee von mir, ob das nicht vielleicht gehen könnte. Nein, geht nicht. Ja. Aber ja, jedenfalls würde trotzdem noch reinpassen, so ein Messer, jupp, trotzdem noch ein bisschen Schnur, kein Problem, ja, da darf man auch eine Dyneema-Schnur für einen Dyneema-Tab verwenden, die darf super dünn sein, da kannst du quasi mit deiner Angelschnur deinen Tab abspannen. Selbstverständlich lässt sich das Tab dann noch weiter ergänzen um irgendwelche zusätzlichen Bauwerke, die man drumherum dran und runter drüber und so weiter und so fort baut, aber man hätte mit einem großen Dyneema-Tab oder mit einem großen Silleneisen-Tab
halt für die ersten 2, 3, 4 Nächte, je nachdem wie lange es braucht, ein richtiges Shelter zu bauen, ein Tip-Top-Unterschlupf. Und nochmal, unter sowas übernachte ich regelmäßig, auch im Winter. Und das funktioniert, ja, das kann man wirklich definitiv machen. Und meine Frau macht das auch gerne mal mit und dann passen wir auch zu zweit drunter und das geht. So, jedenfalls, so ein Messer passt noch rein, Schnur passt noch rein, ein paar Mikropur-Tabletten passen noch rein, zur Wasseraufbereitung würde ich schon sicherheitshalber vielleicht ganz gerne dabei haben. Es passt mit Sicherheit auch noch ein Feuerzeug und ein Firesteel rein. Beides, wird auch beides mitnehmen. Vielleicht noch ein kleines bisschen Zunder, sei es vaselinierte Watte oder wirklich irgend so ein High-End-Zunder, Hightech, industriell hergestellter Zunder, wie ich ihn letztes Mal vorgezeigt habe, ist egal, aber das würde man da alles schon noch reinbekommen. Als Gefäß hat man die Flasche selber. Man kann ansonsten noch eine kleine Plastiktüte reinpacken, wenn man noch zusätzliches Wasser transportieren möchte. Ein Kochgerät hast du so nicht. Ja? Muss dir klar sein. Ob du dann noch einen kleinen Alufolienbecher oder irgendwas zusammenfaltest und da reinkriegst, das mag sein. Aber ich habe es bisher nicht geschafft, selbst mit meiner dicken Industrie-Alufolie, einen vernünftig, wirklich, wirklich wasserdichten, ohne jedes kleine, noch so winzige Löchlein, wo es raustropft, Becher herzustellen. Vielleicht schaffe ich es noch. Ich bin da noch am Experimentieren und das wird auf jeden Fall noch kommen. Praxistest von zumindest mal der dicken Malerplane. Wo liegt sie? Ja, ist auch egal. Der kommt auch noch. Ich habe da draußen Shelter gebaut. Da steht gerade im Wald und testet sich selbst. Wenn es nämlich noch steht und noch immer nicht reingeregnet hat, wenn ich wiederkomme nach 4 Tagen mit durchaus miserablem Wetter, auf übrigens 700 Metern Höhe, dann ja, hat das Shelter gut funktioniert. Das kann ich euch dann in ein paar Tagen sagen, beziehungsweise wenn das Video dazu fertig ist. Momentan weiß ich das gerade selber noch nicht. Jo. Und das sind so die Mindestgegenstände, die man tatsächlich dabei haben muss. Alles andere darüber hinaus wäre natürlich Luxus. Ein paar ganz kleine Kleinigkeiten passen dann bestimmt auch noch in die Flasche rein. Selbst wenn die Mitte weitestgehend voll ist mit einem Dyneema-Tab. Aber ich glaube, sowas wäre es dann, worauf bei mir hinauslaufen würde. Man braucht unbedingt als oberste Priorität in solchen kalten Lebensräumen einen vernünftigen Unterschlupf und was Gescheites zum Feuer machen. Daher auch ein Feuerzeug und ein Feuerstil. Redundanzen sollte man normalerweise, wenn man nur wenig Platz zur Verfügung hat, vermeiden. Aber ja, man muss schon Großmeister des Feuers sein, um in so einem Szenario eine Redundanz beim Feuermachen zu vermeiden. Ja, da halte ich die wirklich schon als für eine gute Idee. Es sei denn, man ist MacGyver, Rüdiger Neberg, Stefan von Survival Deutschland. Das sind so ein paar Leute, die feuertechnisch derart überlegen sind, dass ich denen das auf jeden Fall zutrauen würde. Ja, Joe Vogel auch noch. Ja. Ob man die jetzt mag oder nicht. Polarisiert immer, wenn man den Namen Joe Vogel sagt. Das ist immer lustig. Egal. Jedenfalls, ja, das wäre es gewesen. Ich hoffe, da war vielleicht bei euch ein bisschen was Hilfreiches dabei. Ja, mögliche Stoffe für das meiner Meinung nach ideale Tab. Das hier ist es. Also in groß, ne? Und die anderen Varianten kann man auch drüber nachdenken. Bedanke mich. Macht's gut. Wenn ihr da eine Meinung zu habt oder mit irgendwas nicht einverstanden seid, bitte gerne her damit. Das sind aber die gängigen Materialien, die überhaupt in Frage kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch irgendwas anderes gibt. Tschüss. So, und ein letztes zusammenfassendes Ranking noch. Also das Dyneema-Tab sehe ich oben, ist halt ohne Bauaufwand schon eine sichere Unterkunft. Muss man bloß noch ein bisschen abspannen. Schnüre hat man wahrscheinlich sowieso dabei. Heringe sind schnell aus Holz geschnitzt, mit egal welchem Messer. Notfalls kann man auch einfach so einen Stock in den Boden stecken, ohne groß rumzuschnitzen. Das geht relativ einfach, aber es ist halt groß. Ja? Wäre ansonsten das ideale Modell für eine Unterkunft. Ja klar, und mit zusätzlichem Bauaufwand dann noch eine Mauer dazu bauen oder das Ding unters Dach bauen, wenn man ein riesiges, großes, sonstiges Dach gebaut hat als zusätzliche Abdichtung. Das geht natürlich dann alles immer noch. Aber man hätte für die ersten Tage erstmal wirklich eine sichere Unterkunft. Das ist schon ein großer Vorteil. Ob man das braucht, das muss man halt selber wissen. Gut, Rettungsdecke ist halt die kleinste Möglichkeit, selbst bei 2 Stück, ein vollwertiges
Shelter in die Flasche zu bekommen. Allerdings muss man sagen, wenn man die einfach so aufspannt, die Rettungsdecke, das geht zwar, ist aber dann schon sehr, sehr minimalistisch und kann halt auch mal schief gehen, je nachdem, wie das Wetter dann ist. Für so richtiges Sau- und Unwetter sind die Dinger einfach zu klein und man kriegt sie auch nicht wirklich vernünftig aneinander befestigt. Jedenfalls habe ich noch keine Möglichkeit gefunden. Daher wird es immer ein bisschen löchrig sein, bis man dann was Richtiges gebaut hat, sprich eine halbe Hütte, die man dann zusätzlich mit den Rettungsdecken nochmal vom Durchregnen sozusagen schützen kann. Dafür sind die Dinger ideal und brauchen dann halt eben auch nur relativ wenig Platz, selbst wenn man zwei davon mitnimmt. So, dann die Tesa-Fensterfolie, die ist halt eine gute Balance aus allem. Sie ist stabil genug, um vernünftig verwendet zu werden. Sie ist ein bisschen flexibler als Rettungsdecke. Man kann sie einigermaßen gut miteinander verkleben. Hoffe ich zumindest, dass das dann hält, weil das ist eben ein Problem, dass man sie nicht schon direkt in Tarpgröße kaufen könnte. Wenn das ginge, wäre sie natürlich nochmal deutlich weiter vorne und ja, braucht etwa 45% der Flasche bei 2x3 Metern, die man sich jetzt einfach mal so rechnerisch zusammenkleben würde. Dicke und dünne Malerfolie würde ich langfristig dann doch nicht empfehlen, weil sie doch ein bisschen zu empfindlich ist, zu schnell Löcher bekommt, zu schnell reißt. Würde ich nicht mitnehmen. Sil-Nylon-Tarp würde ich ehrlich gesagt auch nicht mitnehmen, ist zwar eine Option und braucht ähnlich viel Platz wie das Dyneema-Material, ist auch quasi in der Praxis ähnlich robust, zwar ist Dyneema auf dem Papier noch mal ein bisschen robuster, aber die Stabilität von dem Sil-Nylon-Tarp reicht auch schon vollkommen aus. Also wer zum Beispiel jetzt kein Geld für Dyneema ausgeben möchte, der könnte sich auch damit behelfen. Aber ich befürchte fast, dass Dyneema noch ein Ticken kleiner ist vom Volumen, also so habe ich es zumindest ausgerechnet, als das beim Tarp der Fall ist. Und Dyneema kann man allerdings dafür nicht so wirklich schön zusammenbauschen, wie das mit dem Tarp gehen würde, nur ist es dann halt möglicherweise auch wieder kaputt. Ja, das ist also so die grobe Zusammenfassung. Der Vollständigkeit halber noch ein letztes. Es gibt theoretisch noch Regenponchos, Einwegponchos aus einem sehr dicken Plastikmaterial. Auch das würde sich gut eignen. Da müsste man aber dann halt nochmal eine größere Menge von rankommen und wissen, wo es das gibt. Aber nur der Vollständigkeit halber. Das konnte ich jetzt nicht untersuchen. Ich glaube aber nicht, dass das besser sein wird als eine der gezeigten Varianten. So, das war es jetzt aber wirklich. Tschüss.